Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu einer Community Splatoon Aufnahme. Wir sind immer noch in der Aufnahme und ich habe mich einfach dazu entschlossen, da wir gerade die neue Map getestet haben, jetzt wieder verschiedene Maps zu spielen. Wenn man immer die gleiche Map spielt, ist ja nach einer Zeit auch nicht so toll und man hat dann irgendwann die Schnauze voll von einer neuen Map und dann ist alles so bah. Aber egal, wir benutzen jetzt den Mahi Mahi Resort und spielen im Revierkampf. Ja, ich glaube, ich sollte schnell verschwinden. Oh, ich habe jemanden erledigt. What the heck? Ich habe sogar Rillend erledigt mit einer Bombe. Kann ich stolz auf mich sein, Mama? Ich glaube, ich kann stolz auf mich sein, oder? Hey, stirb. Danke. Und jetzt gehe ich wieder weg, da ich da irgendjemanden snipern gesehen habe. Beziehungsweise, ich habe jemanden mit einer Sniper gesehen und der hat rumgesnipert. Der böse Dude. Hier wurde richtig wenig eingefärbt, ne? Bombe. Bombe. Ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen in unserer Map einfärben und versuchen, nicht runterzufallen. Ich wäre gerade schon fast runtergefallen und das ist nicht optimal. Hier kann man noch einiges... Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Und wie ich das überlebt habe, das bleibt mir auch ein Rätsel und... Danke, wer auch immer mich gerettet hat. Danke, Brian. Danke. Soll ich hier für Chaos sorgen? Ich glaube schon. Das ist zwar sehr YOLO-haftig, aber ist egal. Weg. 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 Wir erobern erstmal die Mitte, bevor wir in die gegnerische Base überhaupt reinkommen. Da oben. Das war ein Fehler. Boom. Erledigt. Und du bist auch erledigt. Ich hoffe, dass ich dich erledigen kann. Gott, wo bist du? Das kann doch gar nicht wahr sein, Lel. Hast du mich gesehen? Ja, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde 100 pro sterben. Jupp, das war mir klar, dass ich jetzt irgendwann sterben werde. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen wenig gesprochen habe. Ich habe mich vollkommen konzentriert, hier irgendwie rauszukommen. Aber das hat leider nicht so geklappt, wie ich es im Endeffekt haben wollte. Da oben war jemand. Bombe. Und man soll ja immer sehr viel die Klecksbomben benutzen. Und am besten auch das Schutzschild. Ich vergesse teilweise immer, aber das ist ja egal. Ich hoffe, dass ich nicht direkt geplättet werde. Wow. Weg hier. Danke. Da wurde ich umzingelt. Mit dem Dünaroller, der Sniper und da war, glaube ich, noch jemand vom gegnerischen Team. Deswegen sollten wir versuchen, wieder irgendwie die Mitte zu stürmen. Wir haben zwar für einen kurzen Moment vorhin geführt, das sogar ganz deutlich, aber jetzt geht es so langsam wieder bergab. Ich gehe mal in die gegnerische. Ich habe mir jetzt gesagt. Wie ich das geschafft habe, ist jetzt verwunderlich, aber hey. No risk, no fun. No risk, no fun. No risk, no fun. Okay, jetzt schnell hier für Terror sorgen. Ich habe zwar ein Schutzschild, das werde ich auch gleich einsetzen. Ich weiß, soll ich in die Mitte gehen? Die gucken. Ich sollte in die Mitte gehen. Das hat dann auch wenig Sinn. Ja, weg hier. Weg mit dir. Und weg mit dir, wer auch immer sich dorthin spawnen will. Jupp. Am Ende hatte ich noch. Das könnte sogar ein Sieg werden, oder? Nee, oder? Ne, da habe ich mich wohl total verschätzt, aber egal. Kann man nichts machen. Meine KD war aber gar nicht mal so schlecht in diesem Kampf, oder? 7 zu 2? Kann ich mitleben, kann ich auf jeden Fall mitleben. Das war nice. Was mir gerade auffällt, ich sollte mal wieder meine Festplatte säubern. Ihr müsst wissen, ich habe zwei Festplatten, naja drei, eine SSD, wo Windows drauf ist, eine für Folgen und eine für Rohdateien und die Rohdatei, Festplatte ist fast voll, deswegen sollte ich hier irgendwann mal in nächster Zeit mal wieder leeren und die ganzen Rohdateien, die ich nicht mehr brauche, löschen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich das tun würde. Aber egal, zurück zu Splatoon. Im Übrigen, auf meiner zweiten Festplatte habe ich 1 TB frei und 500 GB sind schon allein an Folgen weg. Ja, das ist, na Gott, nicht schlecht, ich wusste es, dass ich weg... Das kann doch nicht sein, dass das ganze Team Sniper hat. Lel, Alter. Wenn die uns so fertig machen im Revierkampf, dann heule ich aber. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir dort vorbei? Wie kommen wir dort vorbei? Mit ganz viel Glück. Oh, wir sind jetzt schon vorbeigekommen. Nice. Beziehungsweise noch nicht ganz, aber wenn wir jetzt hier hingehen, sind wir so gut wie in Sicherheit. Es sei denn, jemand hat ein Ziel Elite E3. Irgendwas. Dann kann er auch hierhin schießen, aber da ich ein Schutzschild habe, muss ich es nur im richtigen Moment einsetzen. Werde ich gesehen? Haha. Ja, da habe ich mein Schild zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Die wissen zwar jetzt, wo ich bin, aber ja, die wissen, wo ich bin. Ihr Diebe! Ihr Gauner!
Oh Gott, weg hier! Das kann gar nicht wahr sein. Aber dafür haben die bei sich noch nicht so ganz viel eingefärbt. Deswegen könnten wir das nutzen. Man muss auch sagen, wenn wir gewinnen, wir spielen mit richtigen Waffen, beziehungsweise bei uns hat auch jemand einen Sniper, ne? Ja. Wieso haben so viele Snipern? Habe ich hier was verpasst? Oder wurde was in die Skype-Community-Gruppe geschrieben? Wenn ja, tut's mir leid. Habe ich wohl nicht gemerkt. Lel. Natürlich, wir können auch mal eine Only-Sniper-Runde machen. Ich komme mir jetzt so richtig blöd vor mit meinem Junior-Klecks und alle anderen haben einen Sniper. So ein Außenseiter. Okay, jetzt wissen die, wo ich bin, aber ich habe ein Schutzschild. Nur im richtigen Moment einsetzen. Bumm. Lukas Dude wurde erledigt. Oh Gott, ich sollte hier weg. Ich sollte hier weg. Ja, ich glaube, ich werde mal kurz in die Skype-Community-Gruppe gucken. Haben die jetzt geschrieben, Snipern? Nee, ich glaube nicht. Nee, haben die wirklich nicht. Das ist, glaube ich, nur Zufall. Aber ich werde auch gleich mal eine Sniper spielen. Mal schauen, wie das wird. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Oh Gott. Ich lebe noch. Bombe. Gut. Ich werde das nie im Leben überleben. Dass ich das überlebt habe, war ein Wunder, aber hey. Glück gehört hier im Spiel auch dazu, nicht? Oh Gott, hier noch sehr viel einfärben. Und dann können wir so gesehen eigentlich ein bisschen rausholen wenigstens. Schutzschild einsetzen, damit unser Tinnenvorrat nochmal voll wird. Ah, nicht geschafft, klar, schade. Aber ich gucke auf die Map. Normalerweise müssten wir gewonnen haben, oder? Ja, eigentlich schon. Kann man jetzt auch nicht sagen dagegen, dass wir gewonnen haben, denn die Gegner hatten nur Snipern. Ich glaube, zwei in unserem Team, jo, hatten auch einen Sniper. Ich werde auch mal einen Sniper spielen. Wenn wir schon mal Sniper-Jodo-Haftigkeit machen, dann, ja, werde ich auch mal einen Sniper spielen. Ist lustig. Wir haben uns jetzt für eine Only-Sniper-Runde entschieden. Und Operation Goldfisch, was wir dort reißen werden, keine Ahnung. Im gegnerischen Team haben alle auch eine Sniper. Nice. Mal schauen, was das wird. Das sieht so lustig aus, ne? Ich bin, sagen wir es so, schlecht bis mittelmäßig. Ich bin sowas in der Mitte. Ich habe jetzt einfach mal den normalen Algenklecks-Konzentrator genommen, da der eine relativ schnelle Aufladezeit hat und eine mittlere Reichweite hat. Also damit kann man eigentlich leben. Ja, mich wirst du noch nicht bekommen. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Jetzt nicht, Kartoffel. Oh Gott. Hallo? Als ob. Ich hätte vielleicht eine Bombe werfen sollen, oder? Das war nicht sonderlich gut von mir. Ey, nur mir passieren solche Fails mit der Sniper. Wenn ihr 1000 Sniper-Typen... Wie zum heiligen Bimbam ist das eigentlich möglich? Wie ist das möglich? Egal, na gut, man kann sehen, wohin ich schwimme, aber dennoch... Kann es doch nicht so einfach sein für manche, mich wegzusnipern. Ich werde mal von hier oben snipern. Ich denke mal, hier kann mich keiner erwischen. Oh, okay. Deswegen sollte ich auch mal Tinte aufladen. Wäre sinnvoll. Bombe, 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 Bombe. Und ich wurde erledigt. Ja, toll. Wieso habe ich es nicht geschafft, mit so vielen Bomben den Gegner zu rüsten? Weil es Relint war. Er hat magische Kräfte ins Platoon. Oh, ich wollte ihn erledigen. Nein, pfui. Komm schon, komm schon. Lell hier hoch. Und wieder snipern. Einfach ein bisschen einfärben von hier oben. Mehr kann ich momentan, glaube ich, sowieso nicht machen. Und außerdem muss man unsere Teammates ja irgendwie unterstützen. Irgendwie. Na, da unten sind wir. Danke. Das war noch nicht mal sein Kill im Endeffekt. Ich bin runtergefallen. Das war gemein. Das war total gemein. Wir müssen aufpassen. Hier wäre ich sogar fast selber runtergefallen. Das wäre dann meine eigene Schuld gewesen. Hey. Erledigt. Ja. Oh, wieso habe ich die Goldfisch... Oh, das kann mal heiter werden, ne?
Warum habe ich ihn nicht erledigt? Wieso habe ich es nicht hinbekommen? Kann mir das ein Mensch sagen? Ich glaube nicht. So, wir können angreifen. Hey! Und Sprung! In der Luft. Das muss man erstmal hinbekommen, Brian. Ey, da kriegt er mich einfach in der Luft. Das war nicht cool. Egal. Egal. Das war knapp. Die alle wollen mich hier kriegen, ne? In den Heulbojen. So eine hohe Reichweite hast du nicht. Komm her, komm her. Ich warte. Oh, ich hätte ihn erledigen können, theoretisch gesehen. Ich werfe einfach mal Bomben runter. Bomben runter. Ja, der ist auch schon weggesprungen. Hallo? Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Als wenn ich ihn nicht getroffen habe. Das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, jetzt fange ich auch noch an. Wahr sein eher. Nein. Ich merke gerade, wie schlecht ich im Snipern bin. Alle sind so viel besser und mobben mich. Und was mache ich? Ich kriege nichts, aber auch rein gar nichts hin. Ja, vielleicht sollte ich auch mal den E-Ziel irgendwas nehmen. Der hat eine deutlich höhere Reichweite. Der einzige Nachteil ist, kann ich so schnell aufladen. Und das ist genau das, was ich nicht daran so nicht so sehr mag. Einfärben, einfärben, einfärben. Nein, 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 einfärben. Kommt, Leute. Only Sniper-Runde gewinnen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber ich werde jetzt YOLO-haftig hier hinspringen und das ist... Ja, das war ein echt großer Fehler. Aber ich habe versucht, irgendwas mit meinen Bomben zu reißen, aber das hat ja anscheinend nicht besonders gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Habe ich eigentlich in dieser Runde einen getötet? Ich glaube nicht, oder? 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 Komm schon, ich will nur einmal einen töten mit der Sniper. Es kann doch nicht so schwer sein. Einen wollte ich mir snaggeln. Hätte ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber egal. Ich sollte verschwinden. Er hat eine deutlich höhere Reichweite. Ist aber lustig, mal so eine Only-Sniper-Runde zu machen, ne? Hey, egal. Komm, jetzt gibt's eine Verlängerung. Ich werde mich als lebendes Schutzschild hier vorwerfen. Ah, YOLO. 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 Moment, Bomben. Ich kann sogar helfen. Bomben, Bomben, Bomben. Ja, schade. Haben wir leider nicht geschafft, aber egal. Konnte man nichts machen. Zum Schluss hatten wir noch einen schönen Angriff. Aber viel hat es jetzt nicht mehr gebracht. Ich würde sagen, ich bespreche mal mit den Jungs, was wir spielen werden in der Skype-Community-Gruppe. Und ja, dann schauen wir mal. Yo, S plus, S, S plus. Ja, da war es kein Wunder, dass wir verlieren. Wir haben uns einfach mal drauf geeinigt, keine bestimmten Waffen zu nehmen. Deswegen habe ich mich für den Cambo-Roller entschieden, da ich eigentlich relativ gut mit dem spielen kann. Zwei von unserem Team haben... Oh, 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 oh. Das kann mal heiter werden. Wir werden wahrscheinlich 100% verlieren, aber wir werden natürlich für unsere Niederlage... Wir werden versuchen, zumindest die Niederlage ein bisschen niedriger aussehen zu lassen. Ob es jetzt funktionieren wird, ist natürlich eine andere Frage, aber hey, Versuch ist es wert. Wir ergeben uns nicht kampflos. Ja, konnte ich in dieser Situation nicht viel machen. Mehr als abhauen war schlecht, ne? Ja, das wird ein deutlicher K.O.-Sieg. Wir werden nicht einmal den Zähler wahrscheinlich anhalten können. Wir sind viel zu viele S-Ränge drinne. Viel zu viele. Wenigstens habe ich einen erledigt. Jetzt einfärben, 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 einfärben. Ah, einfärben. Ah, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Die Fläche jetzt irgendwie... beziehungsweise den Zähler anzuhalten. Aber hey, der Zähler wurde jetzt angehalten. Ein Ziel war schon mal da. Aber wenn wir wenigstens einmal die Herrschaft erreichen können, wäre es sinnvoll. Ich wollte gerade runterspringen. Aber egal, er hätte sowieso ein Schutzschild gehabt und hätte mir das was im Endeffekt gebracht. Nein, ich wäre auch gestorben. Also so oder so sah die Lage hoffnungslos aus. Ja, komm schon, am Popo stürmen die uns so. Ne, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Sprung! Jo, ich würde sagen, wir werden noch einmal den Turmkommando spielen. Ich hoffe, dass wir dort zu 8 sind und dann war es das auch schon mit der heutigen Folge. Und ja, wir haben deutlich verloren. Ich glaube, das hat man gesehen, oder? Wobei, das war eigentlich relativ knapp sogar im Endeffekt.
Zwinker, Zwinker, Sternchen, Zwinker, Zwinker. Ja, komm, das Team. S plus, S. Da konnte ich echt nichts machen. Turmkommando. Punkasio Skatepark. Ob wir was reißen werden, werden wir jetzt sehen. 3 vs. 3, 2 bzw. 1 ist rausgegangen. Und mal schauen, wie diese Runde wird. Oh yeah. Ich glaube zwar, dass das diesmal enger wird als vorhin, aber da wir mich im Team haben, kann das nicht viel werden. Es sind zu viele S-Ringe, eindeutig. Ich hole schon mal eine kleine Führung raus. Ich springe mal runter, ist mir zu hohes Risiko. Und das war ein Fehler. Ich hätte wenigstens noch einen kleinen Vorsprung holen können, aber wie wir gesehen haben. Hat jetzt im Endeffekt, glaube ich, auch nicht viel gebracht. Und schon wieder sind hier ein paar Sniper-Typen. Da oben ist auch einer. Oh Mann, nur weil ich da rumgebackt bin, beziehungsweise ich bin einfach nicht hochgekommen. Und Tanta Sniper nicht so viel. Das ist unfair. Okay, wie kommen wir an den Turm? Moment, hier ist doch einer, oder? Von der Pro war hier einer. Lel, ich habe schon Wahnvorstellungen hier. Weg. Ich komme von der Seite hier. Hat doch nicht viel Sinn. Ah, wie kriegen wir den Sniper-Typen weg? Wie kriegen wir 2 Sniper-Typen weg? Das ist schwer. Komm, 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 komm. Hoch, 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 hoch. War hier jemand? Ich glaube nicht, oder? Irgendwie nicht. Komm, ich bin wieder Lockvogel, stell mich hier drauf und versuche wenigstens eine kleine Führung rauszuholen. 86, 85. Helft mir. Hallo, YOLO, YOLO. Komm, ja, Führung, nice. Wieso konnte ich ihn nicht erledigen? Warum habe ich ihn nicht erledigt? Kann mir das mit sagen? Kann mir das mit sagen? Drauf. Okay, die Sniper-Dudes sind schon da und versuchen uns wegzusnipern oder mich. Bin ich alleine drauf? Ja, ich war, glaube ich, alleine drauf. Oh, Mann. Das kann nichts werden, beziehungsweise doch, wenn wir uns anstrengen und an uns glauben, dann müssen wir es schaffen. Das sage ich, glaube ich, in jedem Kampf, aber hey, stimmt ja auch. Boom, erledigt. Drauf. Als wenn, von wem wurde ich erledigt? Mit einer Bombe? Nope, mit den Octoklexer. Ich will den Octoklexer auch endlich haben. Der ist cool, aber den kriegt man ja erst ab Level 40. Und ich bin circa Level 36. Ja, fast Ende 36. Level 36, natürlich nie vom Alter. Ich bin noch dezent jünger. Okay, scheint niemand drauf zu sein. Komm, hier den Weg frei bahnen und wieder versuchen, ein bisschen anzugreifen. Wird zwar schwer werden wegen dem Sniper. Tschüss. Mann, ich konnte noch nicht mal fliehen. Mike, bitte, gib mir den Octoklexer. Ich will auch rein, der ist cool. Der unterscheidet sich zwar nicht vom Klexer oder den Tentatec-Klexer, aber hey. Er sieht stylisch aus. Okay, ich soll verschwinden. Es ist unmöglich, aus diesem Winkel so zu snipern. Dieses Team ist eindeutig zu gut für mich. Wir fühlen zwar, aber die Frage ist natürlich, wie lange noch. Komm hoch, komm doch hoch. Boom. Nice. Da wollte ich doch Mikael mitnehmen. Aber nein. Sein Teammate war schon da oben. Und hat gesehen, oh, da ist Thomas. Sniper, boom, weg, tot. Genauso denkt er uns, die könnten unmöglich so schnell snipern. Ja, komm, warte und setz seinen Tint Titanius ein. Ja, der Gegner führt jetzt. Und ich glaube, das wird auch eine Niederlage, oder? Wird das eine Niederlage? Kann ich es verhindern oder können meine Teammates eher gesagt das verhindern? Hier ist eindeutig viel zu viel blau.